64 nach Christus. Aus einem kleinen Feuer wird ein Inferno, das eine Woche lang wütet, große Teile Roms in Schutt und Asche legt und Tausende von Menschen obdachlos macht. Der Brand von Rom im Jahr 64 war eine entsetzliche Tragödie. Das Feuer verschlang fast drei Viertel der Stadt. Besonders betroffen waren die Häuser der einfachen Leute, die zum Großteil aus Holz waren. Der Verdacht der Brandstiftung lastet vor allem auf dem Kaiser selbst. Angeblich hatte man Nero gesehen, wie er mit der Leier in der Hand den Brand von einem Turm aus beobachtete. Es hieß, er habe vom Turm des Mäzenas aus dem Brand wie einer Theateraufführung zugesehen und dabei den Untergang Trojas zitiert. Man sagt, er habe die Leier gespielt, während Rom brannte. Sein Handeln nach dem Brand war nicht weniger verwerflich. Nero konfiszierte ein Drittel der verkohlten Stadt als sein Privateigentum und begann mit dem Bau des größten Denkmals, das je ein Mensch im alten Rom sich selbst errichtet hatte. Einem Palastkomplex, der etwa 200 Morgen Land innerhalb der römischen Innenstadt in Anspruch nehmen sollte. Das Gerücht ging um, Nero habe das Feuer selbst gelegt, um Bauland für seinen Palast zu schaffen. Nero wies die Schuld an dem Brand einer neuen religiösen Gruppe zu, den Christen. Er ließ Hunderte von ihnen in den Straßen Roms aufknüpfen und verbrennen. Doch das waren nur die Jüngsten in einer langen Reihe von Gräueltaten, die Neros unrechtmäßige Thronfolge festigen sollten. Den Kopf einer seiner Ex-Frauen ließ er seiner neuen Frau auf deren Wunsch hin auf einem Tablett servieren. Später trat er sie in einem Wutanfall zu Tode, während sie schwanger war. Die meisten dieser Gräuel ereigneten sich nach einer der abscheulichsten Taten, die man sich denken kann, dem Mord an der eigenen Mutter. Agrippina, die Nero an die Macht gebracht hatte, indem sie ihren Gatten Claudius ermordete, war die hochmütigste Mutter des Altertums. Sie erwartete, dass ihr Sohn die Macht mit ihr teilte. Da beschloss er, seine Mutter auszuschalten. Er versuchte es auf verschiedene Art und Weise. Dreimal versuchte er, sie zu vergiften, aber sie hatte ein starkes Gegengift genommen und überlebte. Schließlich kam er beim Besuch einer Naumachie auf die Idee, es mit einem Schiff zu probieren. Naumachien waren maritime Schaukämpfe, bei denen Seeschlachten nachgestellt und Schiffe versenkt wurden. Nero ließ seine Mutter also auf einem Schiff in die Bucht hinausfahren. Genau zum richtigen Zeitpunkt ging das Schiff unter. Aber die Dame war von zäher Natur. Sie war eine sehr gute Schwimmerin und konnte sich an Land retten. Letztendlich musste Nero auf gedungene Mörder zurückgreifen, um sich ihrer zu entledigen. In die Enge getrieben, befahl Agrippina ihren Wachen, ihr ihre Schwerter in den Mutterleib zu rennen. Stecht erst hier rein, sagte sie. Das hier gebar Nero. Sehr dramatisch. Nero wurde bis zu seinem Lebensende von Visionen seiner toten Mutter verfolgt. Visionen, die ihn noch weiter in den Irrsinn trieben. Im Laufe der Zeit wurde Nero immer einsamer. Nicht zuletzt deswegen wurde er zunehmend paranoid und grausam. Völlig dem Wahn verfallen, begann Nero nun den größten privaten Palast zu bauen, den es je im Reich gegeben hatte, auf öffentlichem Land und mit öffentlichen Geldern. Stellen Sie sich vor, der gesamte Central Park in New York wäre Bill Gates Privatpark und Lustschloss.
Und das im Herzen der Stadt, wo die Wohlhabenden und Einflussreichen einmal selbst wohnten. Es war schockierend. Um den Bau zu finanzieren, saugte Nero die Provinzen aus. Aber auch daheim nahm er den Reichen ihr Geld ab. Sie mussten ihm ihr Geld überschreiben und sich dann aus dem Staub machen. Es muss ein ziemlich erschreckendes Zeitalter gewesen sein. Neros Domus Aurea wurde mit dem Blut und Schweiß von Zwangsarbeitern errichtet. Im alten Rom war die Sklaverei etwas völlig Normales. Jeder dritte Einwohner Roms war ein Sklave. Roms Leistungen wären ohne Sklavenarbeit gar nicht denkbar gewesen. Um die Profite zu erzielen, die für den Unterhalt und die Erweiterung eines Weltreiches nötig waren, war die Sklaverei unverzichtbar. Die großen Bauwerke, die das Wesen des alten Rom ausmachen, wurden größtenteils von Sklaven errichtet. Neros neuer Palast machte deutlich, wie sehr sich dieser Kaiser als Gott betrachtete. Mitten in der Stadt sollte er an eine ausgedehnte Villa am Meer erinnern. Wo sich einst die Straßen der römischen Innenstadt kreuzten, sollten nun Weingärten, Parks und Wildgehege stehen. Das Zentrum der Anlage sollten ein künstlicher See und ein Pavillon mit kilometerlangen überdachten Promenaden bilden. Die Überreste eines riesigen Flügels dieses Pavillons mit 150 Zimmern sind noch heute unter dem modernen Rom zu sehen. Sein höhlenartiges Inneres veranschaulicht, wie die Römer eine weitere architektonische Neuerung beherrschten: das Tonnengewölbe. Ein Tonnengewölbe ist ein an seiner Achse entlang verlängerter Bogen. Wenn man das Holzgerüst gezimmert und darauf einen Bogen gesetzt hat, bewegt man es einfach weiter und setzt den nächsten Bogen und so fort. Eine sehr effektive Bauweise. Als die Domus Aurea nach nur 4 Jahren Bauzeit vollendet war, sagte Nero: Endlich kann ich in einem Haus leben, das eines menschlichen Wesens würdig ist. Übrig geblieben ist nur eine feuchte Ruine des dekadenten Palastes, den er einst bewohnte. Diese Ziegel- und Mörtelwände waren einst in Gold gefasst, mit farbenprächtigen Fresken bemalt und mit Edelsteinen bedeckt. In der Decke steckten Edelsteine und Halbedelsteine wie Lapislazuli, Bergkristall und Rosenkristall, die das einfallende Licht reflektierten. Dass er die Domus Aurea nicht, wie es einem guten Kaiser geziemt hätte, mit privaten Mitteln baute, war ein Grund für seinen Untergang. Neros Verhalten war so abartig, dass die Senatoren und die römische Bevölkerung es einfach nicht mehr ertragen konnten. 68 nach Christus, nur wenige Monate nachdem Nero die Domus Aurea bezogen hatte, kam das Ende. Der Senat erklärte ihn zum Volksfeind und seine eigenen Wachen brachten ihn zur Strecke. Doch ehe sie ihn töten konnten, schlitzte er sich selbst mit Hilfe eines treuen Sklaven den Hals auf. Seine letzten Worte waren: Was für ein Künstler stirbt mit mir. Nero starb wie der große tragische Schauspieler, der er immer sein wollte. Also sind seine letzten Worte tatsächlich bezeichnend für einen Mann, der sich nicht als Kaiser sah, sondern als Star. Nach Neros Tod taten die Römer ihr Bestes, die Erinnerung an ihn und seine Gewaltherrschaft auszulöschen. Schon 104 nach Christus war seine Domus Aurea unter Dreck und Schutt begraben. Sie bildete das Fundament der Bäder, die Kaiser Trajan darüber bauen ließ. Die nächsten 1300 Jahre lag der Palast begraben und vergessen unter der sich ständig verändernden Stadt.
Dann, Anfang des 16. Jahrhunderts, wurde das unterirdische Babel durch das Ausheben einer Senkgrube wiederentdeckt. Die Künstler der Renaissance ließen sich von den bizarren Fresken an seinen Wänden inspirieren. Das heute gebräuchliche Wort grotesk ist von Grotto abgeleitet, Höhle, und bezieht sich auf die seltsamen Geschöpfe, halb Mensch und halb Tier, mit denen die Gewölbe ausgeschmückt waren. Die Domus Aurea ist ein Sinnbild der schaurigen Regierungszeit Neros, die gezeichnet war von Wahnsinn, Massenmord und extremer Zügellosigkeit. Als diese Regierungszeit zu Ende ging, sah das Römische Reich einer ungewissen Zukunft entgegen. In den Adern aller Kaiser, von Julius Caesar bis Nero, war dasselbe Blut geflossen. Nun stand die Thronfolge erstmals jedermann offen. Niemand wusste genau, was als nächstes geschehen würde, außer dass erstmal eine Menge Blut fließen würde. Wir schreiben das Jahr 69 nach Christus. Kaiser Nero ist tot. Er hat sich selbst gerichtet. Zum ersten Mal seit der Ermordung Julius Caesars hat Rom keinen Thronfolger. Im blutigen Kampf um die Macht lassen die römischen Feldherren ihre Armeen gegeneinander antreten. Letztendlich bleibt Vespasian der Sieger, ein einfacher, offenherziger General, der die römischen Legionen in der fernen und unruhigen Provinz Judäa befehligt hatte. Er ist nicht von königlichem Geblüt und auch sonst hat er nichts mit seinem tyrannischen Vorgänger gemein. Vespasian war der Anti-Nero. Vespasian war der Anti-Nero. Mehr hätte er sich gar nicht von Nero unterscheiden können. Er hatte sich vom einfachen Legionär hochgedient, war hartnäckig und unprätentiös und stolz darauf. Vespasian war der Typ, der sich lieber ein Fußballspiel anschaut als eine Oper. Im Gegensatz zu Nero, der das Können seiner Baumeister für seine eigenen eitlen Projekte missbrauchte, ließ Vespasian die größten Architekten Roms für das römische Volk bauen.